dann bist dir heurig sicher, dass die Nickende aus dem Flügel. Es war ein tolles Fest. Nicht nur die Musik von Little Mo und Band beim ECE Sommerfest, sondern auch die Meisterfeier der Bulls und die Jugendmannschaften wurden ebenfalls für ihre tollen Leistungen geehrt. Wir feiern heute das zweite Mal den Meister hier am Europaplatz. Wir haben also voriges Jahr erstmal den Meister geschafft, in meiner Ära zumindest, und heuer den Titel verteidigen können und auch den Cupsieg geschafft, und es ist das Double geworden. Und dieses feiern wir heute mit den Spielern, auch mit den Nachwuchsspielern, die haben auch sehr viele Titel geschafft, und für alle Fans, die jetzt gekommen sind und die uns das ganze Jahr begleitet haben, gibt es heute gratis Essen und gratis Getränke. Auf die Jugendarbeit wird großer Wert gelegt und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Wir haben mehr als 120 Nachwuchsspieler, von der U19 bis zu den ganz den Kleinen, zu den Mini-Bulls. In der U14 sind wir steirischer Vizemeister geworden, ebenso in der U16 und in der U19. In der U19 sind wir den österreichischen Meisterschaften knapp am Viertelfinale vorbeigepasst, aber alles in allem war es eine sehr erfolgreiche Saison. Die Damenmannschaft hat sich ebenfalls gut geschlagen und auch die Jugendmannschaft Play Dogeta war sehr erfolgreich. Aber bevor die Meister die Bühne betraten, noch eine heiße Nummer von Little Mo und Band. In every single dream I dream, I knew when we collided, you the one I have decided, who's one of my kind. Wir feiern den Meistertitel in zwei Wochen in Double und wir feiern auch die ganze Saison und was wir alles erreicht haben, und es gibt vieles zu feiern, also viele neue Freunde, viele Sponsoren. Es ist nicht nur der Meistertitel, es ist einfach die ganze erfolgreiche Saison, oder genauer gesagt die zwei erfolgreichen Saisonen, was wir gehabt haben. Wir haben nicht viele Änderungen vom letzten Jahr gemacht. Und wir haben ein, zwei Spiele ausgetauscht, aber die Stärke, also der Charakter der Mannschaft ist geblieben. Und es ist halt leider, es ist nur schade, dass die nicht alle da sind, die ganze Mannschaft. Es sind viele heimgefahren zu den Familien, weil es war ja schon eine lange Saison. Aber es ist verständlich und ja. Auch das ECE Sommerfest war wieder mit tollen Angeboten ein Hit. Im ECE einkaufen ist immer ein Gewinn. Ja, unser diesjähriges Sommerfest neigt sich dem Ende zu. Es war wieder ein voller Erfolg. Wir hatten tolle Aussteller, tolle Aktionen. Wir freuen uns sehr über unsere Gutscheinaktion, die sehr, sehr gut bei unseren Kunden und Kundinnen angekommen ist. Wir hatten nämlich auf die ECE-Gutscheine am Freitag und auch heute am Samstag -10%. Eine sehr, sehr tolle Aktion. Schöne Preise zu gewinnen gab es auch bei Evelyn. Geschenke, Wohndeko und Räucherwerk. Bei uns, bei Evelyns, gibt es Wohnaccessoires, Räucherwaren und natürlich die besondere Geschenksidee. Geschenkidee für Klein und Groß an und für jeden Anlass, was Passendes dabei ist. Es werden ja verschiedene Materialien verwendet. Wir sind von Ton, Keramik über Holz, und bei den Räucherwaren, die mache ich alle selber. Das heißt eigene Herstellung, eigene Produktion. Da habe ich 120 Basisstoffe, und aus diesen Basisstoffen wird dann der Wohlfühlduft, der natürliche Wohlfühlduft, kreiert und zusammengestellt für den Wohnraum. Hauptpreis war 2 Tickets für die Starnacht am Wörthersee. Angebote gibt es natürlich laufend im ECE-Einkaufszentrum. Wir freuen uns, Sie bald wieder im ECE begrüßen zu dürfen. Yeah, yeah, yeah. Tonight.